Hallo und herzlich willkommen zur Folge 113 von Die Chroniken von Vertana Archeros. Wir sind wieder in der Stadt und haben in der letzten Folge fast alle. Was macht denn der da oben auf dem Dach? Nicht runterfallen, bitte, passt bloß auf. Ich kann das nicht mit ansehen, ich muss ganz schnell hier weg, bevor der Kerl sich noch umbringt. Wobei, der ist ein Händler, wahrscheinlich ist er unbesiegbar. Wie dem auch sei, wir haben in der letzten Folge alle bis auf Davis Aufnahmequests erledigt. Das war so eine schwierige Angelegenheit irgendwie, weil uns hat einfach noch was gefehlt. Ich will mal ganz kurz nach dem Gegenstand schauen. Das war nämlich der Werkzeugkasten. Ja, der Werkzeugkoffer der Schlosser. Und den Kram geben wir jetzt einfach schnell ab. Denn ich dachte, die Zertifikate sind das Einzige, was der Davis bräuchte. Das war ein Fehler, das zu glauben. Haben wir noch einen Schnaps? Ist jetzt in der Kantine gerade wenig los. 1942, da hat doch keiner irgendwie... Einer lümmelt hier rum. Der uns aber hier nicht sieht. Das heißt, den einen Tisch kann man schon mal leer räumen. Und den hinter ihm auch. Uah. Unsichtbar. Absolut unsichtbar. Erstmal speichern, nicht, dass jetzt das hier doch irgendwie die Hose geht. Der Rest ist Dekoration. Schade. Hier haben wir noch ein bisschen was zu fressen. Da haben wir noch ein paar Fressalien. Kommen wir auf den Stuhl drauf? Weil das sind nur Deko-Gegenstände. Schade. Da wäre sonst eine Schatulle gewesen. Okay, das heißt, hier gibt es eigentlich nichts, außer noch ein bisschen was zu fressen. Moment, wo renne ich überhaupt hin? Stopp. Ich wollte ja eigentlich ins Handwerksviertel. Dazu müssen wir hier links. Ich packe mal kurz die Fackel aus. Wir haben auch viel magisches Erzpulver. Wie gesagt, wir können ja auch dann früher oder später Spruchrollen herstellen. Das müssen wir auch nochmal genauer zu Gemüte führen, wie das funktioniert. Ich frage mich halt, was wir beim Schlosser und beim Fleischer in der Lehre anfangen können. Ne? Die anderen drei sind ja ersichtlich. Ne? Bogenbau, Rüstungsbau und Alchemie. Aber jetzt erstmal hier, guck mal da. Ich habe alles getan, was du wolltest. Ja gut, sehr gut. Hast du etwas in den Kisten gefunden? Nur diese Papiere, aber ich habe auch die Werkzeuge dabei. Das ist genau, was du finden solltest. Mit diesen Papieren werde ich die halbe Stadt davon überzeugen können, dass man Truhen besser bei mir kauft. Jedenfalls habe ich noch nicht gehört, dass ein Hafendieb auf frischer Tat ertappt wurde. Also hast du das ziemlich gut hinbekommen. Was mich betrifft, so kannst du sofort mein Lehrling werden. Nee, du kriegst gar nichts von mir. Ich mache keine Lehre bei dir. Bei dir habe ich nur 400 EP bekommen, bei anderen habe ich 500 bekommen. Sowas merke ich mir, ja, ja. So, das heißt, die 5 Quests sind abgeschlossen. Jetzt brauchen wir halt noch einen Blaufliedersamen, um die Sache bei den Imkern zu erledigen. Ansonsten Goldrausch. Das heißt, wir werden jetzt demnächst mal unseren Onkel wieder aufsuchen. Nachdem ich beim Otgar war. Ich werde es jetzt nämlich angehen. Und wir werden die Lehre bei ihm beginnen. Ich hoffe, wenn wir uns bei ihm... Also, dann wird er uns vielleicht auch kostenlos beibringen, oder? Das wäre jetzt vielleicht so mal eine Mutmaßung. Ansonsten Training gibt der Stärke. Das kostet aber gut Geld. Ansonsten ein verziertes Schwert. Guck mal hier, wir verkaufen dir mal ein bisschen was. Schwere Nagelkeule. Ach, da ist der goldene Sperlatsch, was auch immer. Wie gesagt, bin leider dem Polnischen nicht ganz so firm. Banditenkeulen kriegst du. Verdächtiges Metzgerbeil bleibt bei uns. Der schwere Dolch kann weg. Grobes Kriegsbeil kann weg. Kurzschwert der Miliz kann weg. Rostige Äxte können wir mal verkaufen. Nagelknüppel gibt Geld. Grobes Kurzschwert. Da kommen wir mal ein paar Beil hier. Alles weg damit.
Und Kampfhammer, die haben leider so wenig Wert, diese ganzen eigentlich recht schönen Waffen. Die Doppelachsen, den Steinbrecher, die können wir loswerden für gutes Geld, aber die behalten wir nochmal. Genauso wie General Supplis Baton, den behalten wir auch. Das ist aber immer so, das ist so sonderbar, wie verschieden hier immer die Wertgegenstände sind. So, dann kaufen wir nochmal ein paar Spitzhacken, da brauchen wir ja nur eine von. Skelettarm, weg mit dem Scheiß. Schmiedehammer brauchen wir, rostige Schwerter können aber weg. Messer brauchen wir auch nur eins. Und diese rostigen Zweihänder haben leider auch keinen hohen Wert. Weg können sie dennoch. Fleischermesser und langes Messer können wir eigentlich auch rausboxen. Eine selbst hergestellte Waffe, naja, so ganz stimmt es nicht. Ich meine, habe ich sie ja nicht hergestellt. Ja, komm weg damit. Und der Ulmenbogen hat tatsächlich einen ganz guten Wert. Aber das sind ja keine Waffen, die unser Meister hier braucht. Das heißt, so viel erstmal zu den Gegenständen, die wir mal bei ihm wieder loswerden können. So, Otgar. Dann beginnen wir mal die Lehre. Ich würde sagen, es ist sinnvoll. Also, wie gesagt, ich glaube, man kann eine zweite Lehre später starten. Und dann würde ich halt auf jeden Fall die Alchemie nehmen. Und als erste Lehre quasi hier das Schmiedentum. So, auf geht's. Ich möchte ein Lehrling werden. Gut, denn ich könnte dich gebrauchen. Aber wenn du dich entschieden hast, sei nicht wählerisch, okay? Ja, ich bin mir sicher. Also gut, von nun an bist du mein Lehrling. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Ich werde mein Bestes tun, mach dir keine Sorgen. Klar, keine Sorge, die Jugend von heute. So, was sind meine Aufgaben? Schmiede so viele Waffen, wie du kannst, und ich bezahle dich gerne für jede. Je bessere Ausrüstung du mir bringst, desto mehr Gold bekommst du. Bring mir nur nicht Dutzende der gleichen Waffen, das braucht der Markt nicht. So, und natürlich null Gold. Das werden wir jetzt wohl alles mal machen. Bring mir die Grundlagen des Schmiedens bei. Das Wichtigste ist, dass du an gute Materialien denkst. Ohne anständiges Rohmaterial wirst du nichts erreichen, also prüfe genau, womit du arbeiten wirst. Erhitze den Stahl über der Schmiede und hämmere ihn auf dem Amboss. Du musst diesem Vorgang viel Aufmerksamkeit und Mühe widmen, sonst ist die Waffe unbrauchbar. Ja, direkt fortgeschritten hinterher. Bring mir bei, wie man gute Waffen schmiedet. Jetzt, wo du die Grundlagen kennst, ist es an der Zeit, zum nächsten wichtigen Punkt überzugehen. Eine Waffe ist ein Werkzeug, um Leben zu nehmen, keine Zierde. Wenn du eine Waffe schmiedest, überlege, ob sie ihren Zweck erfüllt. Gewöhnliche Komponenten wie Zähne oder Klauen können in moderaten Mengen die Eigenschaften der Waffe verbessern. Aber sei vorsichtig mit ihnen. Als Dekoration werden sie nur im Weg stehen. So, ich habe eine Waffe zu verkaufen. Okay, zeig mal her. Wir können quasi Waffen schmieden und sie dann verkaufen. Damit kommt man normalerweise immer an gutes Geld. Jetzt haben wir 15 Lernpunkte rausgepulvert. Wo ist unser edles Schwert hin? Warum habe ich das gerade nicht mehr? Ist es noch? Ich dachte schon, es wäre weg. Also wir sind jetzt schon ein erfahrener Schmied. Wie geht es Schmieden jetzt? Aber wir können hier auch wieder Dietriche schmieden. Schmiedefeuer? Können wir nur erhitzen, okay. Schleifstein? Können wir auch erstmal nichts machen. So, der springende Punkt ist, wahrscheinlich haben wir noch gar keine Schmiedelehrling. Otgar kann mir fortgeschrittene Schmiedetechniken beibringen. Allerdings muss ich zuerst etwas Arbeit für ihn erledigen, bevor er mir die meisterhafte Schmiedekunst vermittelt. Er wird für jede Waffe, die ich schmiede, eine stattliche Summe zahlen. Er hat mich jedoch gebeten, ihm keine Duplikate derselben Klinge zu bringen, da es für ihn schwierig wäre, mehrfach die gleiche Waffe zu verkaufen. Ich muss zuerst etwas Arbeit für ihn erledigen, bevor er mir die meisterhafte Schmiedekunst beibringt. Ja, und wann? Wahrscheinlich in Kapitel 3. Ich denke mal, das. Oder 4, keine Ahnung. Das wird dann wohl erst später alles möglich sein. Das ist ja irgendwie ziemlich naheliegend, dass das jetzt erstmal. Das war ja auch klar, wir können nicht direkt meisterhaft lernen, das wäre zu viel des Guten. So, wir können die Sense herstellen. Zwei Eisenbrocken, dreimal Holz für die Waffenherstellung, zwei Handaxt, Klingenschaden und so weiter und so fort. Die Gerechtigkeit Innos können wir noch nicht schmieden, aber das Schwein.
Eisenbrocken, Kohle, viermal Holz, acht Zähne, zweimal Keilerfell. Ne? Genau dafür brauchen wir die ganzen Sachen noch. Ein grober Zweihänder, drei Eisenbrocken, zweimal Haut eines Mole Rats. Und die Ritterklinge, die werde ich mir vielleicht sogar herstellen. Dreimal Bärenfell. Ui, ah, das ist ein Zweihandschwert. Okay, da ist nicht ganz so interessant. Wo sind denn eigentlich manche Sachen hier so rot? Und manche blau. Ist rot Zweihand. Ah, das kann sein. Der Richtstab. Aha. Kurzschwert der Miliz. Jetzt werden wir hier auf jeden Fall mal ein paar Pläne los. Fleischermesser. Ach so, das haben wir ja schon mal irgendwie gefunden. Aber es ist scheinbar eigentlich eine Waffe, die man herstellen muss, nicht die man finden kann. Sense kennen wir schon, der Beißer. Das sollte interessant werden. Das Schwert des Südländers. Ui, ich glaube, das machen wir mal. Brauchen wir halt 55 Geschick für, aber egal. Haben wir Zoomfeierzähne überhaupt? Gute Frage. Eine gravierte Klinge. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, was wir hier jetzt gefunden haben. Und dann haben wir noch einen schon bekannten Bauplan, den verkaufen wir direkt an unseren Meister. Denn es war übrigens ein großer, großer Fehler, im Vorfeld das lange Messer und das Fleischermesser zu verkaufen, denn das sind selbst hergestellte Waffen und die hätte man für mehr Geld verkaufen können. So muss es jetzt nochmal Schmiede und Material für ausgeben. Also war es tatsächlich irgendwie ein Fehler, die im Vorfeld zu verkaufen. Ich hätte es mir denken können. Aber jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben. Wenigstens kriegen wir zwei Gold raus. So, was hat er denn noch? Spaltaxt, goldener Dolch. Gravierte Klinge kennen wir schon. Verzierte Klinge. Ui, die ist ziemlich stark. Aber auch geschick. Wundschneider, schief. Und hier haben wir tatsächlich schon einige kennengelernt. Edles Langschwert, leider kein Einhandbonus. Der Schädelspicker und der Morgenstern des Südländers. Ein paar Materialien können wir beim Meister auch kaufen. Oh, war das blöd, dass ich diese Waffen verkaufe. Egal. Unsere Fackel brennt ganz schön hoch. Die liegt auch irgendwie seltsamerweise wieder auf dem Amboss drauf. Ich habe so keine Ahnung warum, aber egal. Sie ist natürlich eher am Amboss. Der alte Arsch. Ich hoffe, der bleibt hier nicht so lange. Währenddessen suche ich mal unseren Haufen Fackeln. So, wir haben ja viele Materialien, ne? Oh, Lederbeutel. Aber auf der anderen Seite wird es jetzt auch intensiv werden, was die Kosten betrifft. Hey, wo sind denn die Fackeln hin? Da sind sie doch. Warum liegt hier eine Fackel auf dem Amboss? Kann ich den Amboss eigentlich trotzdem benutzen? Nee. So, jetzt geh mal weg, du. Jetzt gucken wir uns das mal an hier. Immerhin sind wir jetzt frischer Schmied. Und ansonsten werden hier wahrscheinlich unsere, genau, unsere Rezepte werden hier dann aufgelistet. Nun gut. Dann nutzen wir mal den Amboss hier, wenn er uns lassen würde. So, komm. Was ist denn los mit dir? Ist der Amboss verbuggt oder was? Weil diese Fackel da drauf liegt. Ha, ich glaube, ich gerade ne Dingen dupliziert. Wir haben keine Zähne eines Umfalls. Aber wir können. Was machen wir denn mal? Wir machen mal das Schwein. Wir machen die. Ui, die Ritterklinge sieht cool aus. Da haben wir jetzt halt den Gletscherquarz rausgedonnert. Diese anderen beiden Waffen können wir nicht machen, aber einfache Waffen. Dann machen wir nochmal ein Fleischermesser. Und nochmal ein Kurzschwert. Und nochmal eine Sense. Und nochmal ein grober. Warte mal, das kann vielleicht. Das ist vielleicht der Grund, warum wir so eine Sense haben mit einem hohen Wert. Ein grober Zweihänder. Und ein Richtstab. Und ein Beißer. Dann hätten wir die einfachen Waffen zumindest alle schon mal hergestellt, die wir besitzen. Jetzt habe ich auch eventuell den Verdacht, warum wir zwei verschiedene Sensen haben. Vielleicht ist das eine eine selbst hergestellte. Nee, es ist so eine Sense. Okay. Also überall, wo eine selbst hergestellte Waffe dabei steht, kann man dann im Prinzip für gutes Geld einen Meister verkaufen, ohne, wohlgemerkt, ohne dass man
sie selbst herstellen müsste. Ich meine, das von den Materialien ging jetzt noch. Haben halt jetzt kein Gletscherquarz mehr, aber mein Gott, also es gibt Schlimmeres. Auf der anderen Seite habe ich eine Fackel dupliziert. Ich nehme es von der Lebende. So. Dann verkaufen wir mal Waffen. Kurzschwert der Miliz. Ziemlich gut, Junge. 75 Gold. Das Fleischermesser. Ziemlich gut. 75 Gold. Die Sense. 35. Grober Zweihänder. 30. Richtstab. 200. So, den Beißer muss ich mir jetzt erst noch mal kurz anschauen. Aber auf jeden Fall kann man wirklich gutes Geld damit machen. Aber wir können es halt kein zweites Mal verkaufen. Oder vielleicht für weniger Geld, ich weiß es nicht. Wo ist denn der Beißer? Dass das eine Zwo-Hand-Waffe ist, die Ritterklinge. Die sieht sehr, sehr cool aus. Dann verkaufen wir es eben. Das Schwein auch. Das könnte gutes Geld geben. Da ist der Beißer. Ist auch eine Zwo-Hand-Waffe. Na gut, dann kann sie eh weg. Dann kann sie eh weg. Verkaufen wir mal die anderen Sachen. Otgar. Da gibt es hoffentlich gutes Geld. Warum liegt der schon wieder in der Fackel auf dem Boden? So, meisterhaft haben wir nicht. Das Schwein und die Ritterklinge. Haufen Geld eben noch gemacht. Jetzt haben wir schon 3700 Gold. Das heißt, wir können tatsächlich in Erwägung ziehen, mal so langsam aber sicher die Händler abzuklappern, die wertvollen Gegenstände abzuziehen. Ich hoffe nur, dass wir die ganzen Schatullen und Co. noch bei irgendwem für gutes Geld loswerden können. Wo sind denn die Fackeln? Jedes Mal dasselbe. Da sind sie doch. Das heißt, in der nächsten Folge. Nee, Quatsch, wir haben ja noch ein bisschen was an Zeit. Das heißt, ich werde diese Folge. Oh, eine Schaufel, die nehme ich mit. Nochmal ganz schnell in die Stadtwache einbrechen. Ja, ihr habt richtig gehört. Und da die letzte Schatulle mitnehmen. Das sind dann im schlimmsten Fall nämlich 113 Gold. Ich muss nur gucken, wo es genau war. Und dann pennen wir. Dann ist der nächste Tag. Wobei, nee, wir können sogar eigentlich bei Nacht zu unserem Onkel. Das ist dann eigentlich, ich habe gerade überlegt, ob es sinnvoll ist, einfach zu pennen. Oder wie wir es machen. So, uns sieht natürlich niemand. Absolut unsichtbar. Weil das hier oben war es nicht. Ziemlich sicher nicht. Warum schwebe ich in der Luft? Egal. Sind wir schon gleich hier. Und schwimmen. Sehr, sehr sonderbar. So, war das hier? Irgendwo war nämlich noch eine Schatulle versteckt. Ich glaube, das war wenn dann oben. Das war nicht hier unten, das war in der eher. Ja, hier oben. Hier oben könnte man richtig sein. Hier im Eck. Genau. Also vielen Dank nochmal an den Hinweis, dass wir was übersehen haben. Ich sage, machen wir es aber einfach so. Wir pennen jetzt einfach bei den Wachen irgendwo. Und dann ist nächster Tag. Dann pisst es auch nicht. Haben wir unsere Ruhe. Also die Schatulle haben wir nochmal mitgenommen. 113 Gold. Wenn wir sie normal verscherbeln. Eventuell kann man sogar noch mehr mitnehmen. Wie gesagt, falls es eine Diebesgilde oder sowas gibt oder bei der Araxos-Gilde könnte ich mir vorstellen, dass es jemanden gibt, der bereit ist, gutes Geld zu zahlen für eben solchen Krempel. Denn es gibt hier für alles Händler. Und ich überlege gerade, also der Slagger, verkauft er uns jetzt generell irgendwie Fleisch, rohes Fleisch für mehr Geld oder. Hätte wahrscheinlich nur für Dinge gegolten, für hier, wenn wir Lehrling geworden wären. Aber ich denke mal, als Schmied haben wir hier keinen Fehler gemacht. Wir haben jetzt auch schon mal, ich glaube, fast 2000 Gold gut gemacht. Ich habe eines Metzgers, bla bla bla. Dann kaufst du Fleisch, das hängt davon ab, ob du interessiert bist. Natürlich sind wir interessiert. Hast du denn irgendwas, was man eventuell, aber ich denke mal, das Keilacher haben wir dir schon komplett abgekauft. Ansonsten viele Rezepte kennen wir bereits von ihm. Das ist eigentlich sehr gut. Das spricht für uns. Aber so langsam können wir, wie gesagt, die Augen offen halten.
und die wertvollen Gegenstände erwerben. Zumindest ein paar. Zum Beispiel, falls dieser Händler hier was Wertvolles verkauft. Aber das tut er wohl nicht. Exotisches Dessert. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob es Nahrungsmittel gibt, die quasi so versteckte Boni geben. Ne? Also im Prinzip ist ja der Apfelstrudel sowas. Wir wissen ja, dass Äpfel drin sind, deswegen können wir davon ausgehen. Aber das muss natürlich nicht sein, dass man das weiß. Ich habe übrigens gerade wieder keine Waffen ausgerüstet. Das ist sehr, sehr bescheuert. So, der Punkt ist, ich denke, das wird auch bald obsolet sein. Zumindest hier die normalen Rüstungen zu kaufen. Gut, die waren ja sowieso mehr oder weniger die beste, die wir haben können. Um die zu verbessern, würde ich jetzt erstmal sein lassen. Und der verkauft ansonsten eh nur Materialien. Okay. Nun gut. Ich denke mal, die nächsten Rüstungen, die wir bekommen werden, dann bei der Gilde, der wir uns anschließen werden, das wird sich sowieso mehr rentieren. So, gehen wir nochmal ganz kurz zu den Wassermagiern. Da hat doch bestimmt auch einer irgendwie Sachen, die er verkauft. Haben wir mit Patrician schon gesprochen? Nee, haben wir noch gar nicht. Hallo? Hallo, junger Mann. Mein Name ist Patrician und wenn du mal Hilfe brauchst, ich bin gerne für dich da. Segne mich. Natürlich, mein Sohn. Adanos, behüte dein Kind, hilf ihm, seine Not zu überwinden und beurteile seine Taten aufrichtig und wenn es vom Wege abkommt, führe es wieder zurück. Geh in Frieden, mein Sohn. So, wurden gesegnet, haben einen Mana-Punkt geschenkt bekommen. In der nächsten Folge reden wir nochmal mit Patrician, vielleicht hat er ein bisschen was uns noch anzubieten. Und ansonsten, wie gesagt, ich halte mal die Augen offen wegen wertvollen Perma-Attributen, Tränken und Materialien. Und wie gesagt, ansonsten gehen wir natürlich zu unserem Onkel hier nach Helgas, zu Helgas Taverne. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.